Servus und hallo, liebe Grill- und Kochfreundinnen und Freunde. Hier ist eure Anja und es gibt zwei Anlässe zum Feiern und ich möchte mich gleichzeitig bei euch mit einem Gewinnspiel bedanken. Es gibt zwei Gründe zum Feiern. Zum einen natürlich die 20.000 Abonnenten, die ich erreicht habe. Ich freue mich, ich bedanke mich bei euch für eure Unterstützung. Ich freue mich über jeden eurer Kommentare. Ich lese auch jeden und versuche jeden zu beantworten. Wenn es mal nicht klappt, seid mir nicht böse. Also gelesen habe ich sie auf jeden Fall. Also ein herzliches, großes Dankeschön. Ich bin total überwältigt. Der zweite Anlass, den wir heute feiern können, den ich feiern darf, oder wir, beziehungsweise wir, muss ich sagen, die Frau am Grill wird es nämlich hier auf dem YouTube-Kanal noch geben, aber der Blog, der hat sich jetzt, mein Blog oder unser Blog, muss man jetzt schon sagen, der hat sich abgekapselt, der ist jetzt ein Barbecue- und Food-Magazin geworden. Und da schreiben jetzt auch liebe Gastautoren, ausgewählte Gastautoren Beiträge, weil man natürlich die ganze Nachfrage, mein Kameramann und ich können das gar nicht mehr bewältigen. Und da bin ich froh und dankbar, dass wir Gastautoren haben, die einfach dieses große Interesse an Rezepten einfach auch noch einmal aufgreifen, uns da behilflich sind und ihre ganzen Ideen auch noch mit einfließen lassen. Herzlichen Dank auch an alle Gastautoren. Ich verlinke euch den Blog unten in der Infobox. Da könnt ihr ruhig einmal durchstöbern. Das sind nämlich jetzt diese zwei Anlässe, die es heute zu feiern gilt. Und da hat die Firma Barbecue Toro gleich zwei Gewinne zur Verfügung gestellt. Und einen davon, den seht ihr hinter mir. Und das ist dieser tolle gusseiserne Bräter. Schaut euch mal den Bräter an. Ich habe ihn jetzt eingeölt, weil wir machen eh gerade hier einen großen Frühjahrsputz. Also wundert euch nicht, wenn es hier so leer ist. Ich höre nicht auf. Die Frau am Grill, den YouTube-Kanal, wird es weiterhin ganz normal hier geben. Es hat sich eben der Blog nochmal abgekapselt und ist zu einem Magazin geworden. Genau, und die Firma Barbecue Toro hat eben diesen schönen Bräter hier zur Verfügung gestellt. Und jetzt, wenn ihr schlau seid, dann würde ich euch raten, das Gewinnspiel findet nämlich auch auf Facebook statt. Und da gibt es eben den Bräter auch nochmal zu gewinnen. Ich stelle euch mal den Link ebenfalls unter die Beschreibung. Da könnt ihr eure Chancen verdoppeln. Das ist doch nicht ganz schlecht. Und wenn ihr schon auf Facebook seid, dann schaut doch unbedingt auch mal bei der Firma Barbecue Toro vorbei. Die haben wirklich tolles Grillzubehör. Also ich bin ja richtig begeistert. Auch dieser blaue Topf, den finde ich ganz toll. Den habt ihr sicher auch schon gesehen. Also schaut doch da mal kurz vorbei. Dieses Gewinnspiel hat nichts mit YouTube zu tun. Also das findet rein über mich statt. Ich übernehme die Verantwortung. Jetzt wollt ihr sicher wissen, wie ihr in den Lostopf kommt, um diesen tollen Bräter von Barbecue Toro zu gewinnen. Ganz einfach. Ihr schreibt mir unten in die Kommentare hinein, wie man zu diesem Barbecue- und Food-Magazin, mit dem ich in Verbindung stehe, gelangt. Also die Webadresse, die man da eingeben muss. Das schreibt ihr mir rein, dann seid ihr im Lostopf und habt die Chance, den tollen Bretter zu gewinnen. Denkt auch dran, eure Chancen zu verdoppeln. Schaut auf Facebook vorbei. Also da kann ich euch schon ein paar Ideen mit auf den Weg geben. Beispielsweise Kartoffelgratin habe ich letztes Mal gemacht. Ihr könnt einen Fisch drin braten mit Gemüse. Ihr könnt auch Kuchen backen, also da seid ihr sicher sehr kreativ und könnt auf jeden Fall damit was anfangen. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Glück und euch und euren Lieben ein frohes Osterfest. Macht euch eine schöne Zeit und ihr habt sicher schon ein bisschen was geplant, oder? Um es auf den Grill draufzulegen, irgendwas Feines nehme ich an, so wie ich euch kenne. Also habt eine schöne Zeit und ich freue mich, wenn wir uns weiterhin sehen. Eure Anja, macht's gut.